Liebe Freunde des Lichts, ich spreche jetzt hier zu euch aus einem Krater einer umgestürzten Buche. Die können ganz schön große Ausmaße annehmen. Wäre natürlich ganz gut, wenn das Ding nicht zurückklappt, solange ich hier drin stehe. Ich möchte euch heute mal eine Kleinigkeit, auch so ein Selbstbastel-Idee zeigen, wie man auf der Kamera sich einen Windschutz selber organisieren kann. Auf einer Kamera, wo es sonst keine Möglichkeiten gibt, wo man auch keinen Windschutz bekommen kann, keinen originalen von der Firma, aber man kann sich behelfen. Jetzt befinde ich mich auf der anderen Seite des Buchentellers. Ist besser. Obwohl, so schnell bricht der nicht ab. So schnell geht da nichts zurück. Da hängt noch die ganze Buche mit dran und es ist so ein Riesenteil. Da kann nichts passieren. Es geht aber heute um einen Windschutz für meine neue Kamera, meine neue Actioncam, die ich mir zugelegt habe. Diese 1000er Sony. Ist eine sehr schöne kleine Kamera. Ist wirklich sehr schön. Also ich kenne noch gar nicht alle Funktionen, aber interessiert mich an sich auch ziemlich wenig. Ich will damit Videoaufnahmen machen und brauche teilweise manchmal die Hände frei. Jetzt habe ich auch so ein Unterwassergehäuse noch mit dazu, das noch einen gewissen Schutz für die Kamera erzeugen würde. Aber im Gehäuse hört man gar nichts mehr vom Ton. Da ist der Ton so gut wie nicht mehr vorhanden oder noch ganz, ganz schwach, ganz dumpf. Also das Gehäuse kann man nicht verwenden, um hier mehr Windschutz zu erzeugen. Das geht einfach nicht. Hier vorne haben wir die zwei Mikrofone. Hier vorne drin. Und wenn der Wind mal ein bisschen geht, dann hört man das gleich ziemlich laut auf der Aufnahme. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Na gut, und das möchte ich natürlich nicht gerne nicht haben. Aber wie soll man hier einen Windschutz hinbekommen? Selbst wenn ich es auf dem Stativ montiert habe. Carlos hat zum Beispiel bei seiner Kamera von seinem Kaffeechaos, nicht Kaffeechaos, Quatsch, das ist ja der Kaffeechaos Uwe, ja. Nee, Carlos auf seinem Kanal, unser lieber Österreicher Freund mit seinem Käffchen, hat ja eine Kamera, wo das Stativ unten ein bisschen nach vorne rausschaut und dann kann er es richtig schön, ihr könnt da mal gerne auf seinem Kanal nachschauen, er hat es auch gezeigt, wie er es macht, kann man richtig schön hat er so ein Stück Schaumstoff reingeklemmt und es passt wunderbar. Jetzt an der Kamera war die Überlegung, soll ich hier was draufkleben? Soll ich also quasi das Gehäuse mehr oder weniger kaputt machen, hässlich machen, was drüber kleben? Nee, sicher nicht, das macht man einfach nicht. Der Respekt vor der Kamera, der sollte einfach auch da sein. Wenn ich meine Kamera auf dem Stativ montiere, dann ist das Stativ hier hinten. Oder die Halterung, je nachdem, was ich montiere. Ich kann es an der Brust montieren, ich kann es am Hut montieren, habe ich auch schon probiert, funktioniert einwandfrei. Am Lenker alles möglich, aber immer ist die Aufnahme hier hinten. Das heißt also, ich kann hier keinen Schaumstoff reinklemmen. Also habe ich mir überlegt, nehme ich doch von einem Stück, wie nennt man es, so ein Flocati-Teil, so ein Kunstfell, jetzt habe ich es, Kunstfell. Ich habe hier zufällig ein Stück übrig, das war mal von einem anderen Mikrofon, die Katze. Das Grundgestell ist mir kaputt gegangen, ich hatte das noch übrig, also habe ich hier einen Streifen rausgeschnitten. Nur einen schmalen Streifen, hier. Und das dann ganz einfach, ihr kennt mein Video über die Rangerbands, über die Rangerbänder, habe ich einfach so ein kleines Rangerband, was ich hier über die Kamera drüber gebe. So, und hier vorne habe ich einfach die Haare ein bisschen gestutzt, dass sie nicht so vorm Objektiv hängen, wenn der Wind mal geht, dass sie hochgeblasen werden. Das war nämlich vorher der Fall mit den längeren Haaren. So, jetzt habe ich diesen Windschutz hier drauf. Ob es schön aussieht, okay, das liegt im Auge des Betrachters, wie so immer. Aber wenn ich den jetzt nicht brauchen sollte, wenn ich Innenaufnahmen mache oder sonst irgendwas, habe ich den ganz schnell abgezogen, Kamera wieder original. Oder wenn ich die Kamera dann in ihr Unterwassergehäuse einbauen möchte, dann würde ja dieser Windschutz stören. Dann habe ich den ganz schnell wieder abgemacht
Und das mit dem Windschutz, das funktioniert wunderbar. Das funktioniert einwandfrei. Alles schon probiert. Die Windgeräusche sind auf ein absolutes Minimum reduziert. Ganz bekommt man sie ja nie raus. Auch nicht mit den tollsten Windschutzeinrichtungen. Aber hier sind die Windgeräusche sehr, sehr stark minimiert. Nehmt ein Rangerband, so ein bisschen Flocati. Hab man doch früher große Flocati-Teppiche irgendwo im Wohnzimmer ausgelegt. Das war lustig. So ein Stück Kunstfell, bekommt ihr überall zu kaufen. Vielleicht sogar ein Abfallstück beim Sattler, beim Autosattler. Das ist auch so alte Felle für ein Auto auf Autositze, hat man auch aus Kunstfell gemacht. Das würde auch gehen. Ja. Alles, was nicht ganz direkt dicht ist, also jetzt ein Stück Fell direkt mit Leder unten drunter, also Leder und Haare, das geht nicht, das ist zu dicht. Da kommt dann zu wenig vom Ton durch. Es muss schon Kunstfell sein. Das heißt, das Zeug, wo hier hinten Stoff drauf ist. Ein durchlässiger Stoff, man kann sogar durchsehen, man kann das Tageslicht durchsehen. Ich weiß nicht, ob es auf der Linse so sichtbar wird. Wenn ich das mal drüber spanne, wahrscheinlich nicht. Aber versucht habe ich es. Auf jeden Fall, wenn ihr das Zeug gegen das Licht haltet und ihr seht den Lichtschein durch, dann habt ihr das richtige Material. Würde mich freuen, wenn ich dem einen oder anderen vielleicht mit diesem Tipp helfen konnte. Wir sehen uns. Schön, dass du bisher hier im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du gerne darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit Like oder Dislike zu drücken, ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare, würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!